So, herzlich willkommen zurück zu Link's Awakening. Wir müssen es nochmal versuchen gegen diesen verdammten Teufelsadler. Und dabei ist mir natürlich was eingefallen, nämlich normalerweise kämpft man ja gegen die Bosskämpfe, also bei den Bosskämpfen immer mit der Waffe, die man neu im Dungeon gefunden hat. Jetzt haben wir aber den Schild bekommen, mit dem kann man ja nicht angreifen. Aber dann ist mir die Idee gekommen, vielleicht kann ich ihn einsetzen gegen ihn, gegen seine Wirbelattacke. Und genau das möchte ich jetzt probieren. Hier sehen wir ihn, den Spiegelschild. Vielleicht bewahrt er uns vor diesen Attacken. Eine andere Idee habe ich jetzt nämlich nicht mehr. Ich will ihn jetzt nämlich besiegen, den verdammten Teufelsadler, der mir hier das Leben zur Hölle machen will. So, jetzt kommt der Angriff. Links oder rechts? Links oder rechts? Da! Und jetzt gegen diese Angriffe habe ich jetzt nämlich... Ja, es funktioniert. Wunderbar. So kriegt er mich dann nämlich nicht down. Ach so, jetzt macht er so einen Angriff, okay. Hat schon gemerkt, na, das hat kein Taug. Jawohl, erwischt, nice. Was kommt als nächstes? Noch so ein Angriff, mhm. So will er mich halt auch von der Burg stoßen. Aber das werde ich nicht zulassen. Fünfmal habe ich ihn doch jetzt schon getroffen. Oh nein, 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 oh nein. Jetzt hat er mich total überrascht. Jetzt ist er natürlich wieder resettet. Und der ganze Spaß geht wieder von vorne los. Fuck. Hat er mich richtig gut erwischt. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Da stand ich da zu weit schon am Abgrund und hatte keine Chance mehr, mich da in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Mal sehen. Na egal, wir machen weiter. Wenn man rechtzeitig reagiert und in der Mitte des Turmes steht, dann ist das alles kein Problem. Jetzt macht er nämlich doch das auf einmal nochmal. Vorne hat er es nur einmal gemacht, jetzt macht er es zweimal. Also es ist doch ziemlich random, wie er hier agiert. Aber gut, jetzt passe ich auf. Ich muss mich da konzentrieren. Der Teufelsadler muss sterben. Okay, er macht wieder eine normale Attacke. Das ist schon mal gut. Jawohl, wieder ein Treffer. Komm schon. Kommt direkt wieder von oben, macht jetzt aber diesen Angriff wieder. Ja, 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 es sieht verdammt gut aus jetzt. Komm schon. Jawohl, gut reagiert. So, sieht gut aus, sieht gut aus. Komm schon. Okay, jetzt. Oh, ich habe nicht mal Schaden bekommen. Ja, Weltklasse. Hä, wann stirbt denn der? Jetzt hat er mich erwischt. Das gibt's nicht. Er will nicht down gehen. Er will nicht down gehen. Hey, ich habe bald keine Leben mehr. Hallo? Ja! Alter, er hat mich sogar getroffen. Meine Energie. Bin besiegt. Dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum. Boah, endlich ist der Bastard down. Boah, bin ich froh, ehrlich. Endlich haben wir es geschafft. So, und jetzt geht die Tür da unten auf, oder was passiert da jetzt? Ja, die Tür geht auf und wir können zum Keyboard! Oder, ach nein, die Orgel ist es. Die Poseidon-Orgel. Schickes Teil. Unser siebtes und somit vorletztes Instrument. Flöte, die Musik der Flöte weist den Weg. So, wir sind raus und verrecken erstmal. Landen dann irgendwo im Nirgendwo und kommen dann hier raus. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich ja jetzt schauen, muss ich irgendwie wieder hier hoch. Wo ging es denn hier nochmal hoch?
Wartet mal, war das hier unten? Ja, doch, da war es. Okay, alles klar. So, und jetzt habe ich eigentlich gar... Jetzt muss ich überlegen. Ich weiß, wo der achte Dungeon ist. Eigentlich sind wir dann hier bei den Bergen ja sogar richtig. Und die Flöte weiß den Weg. Soll ich dann jetzt versuchen, direkt jetzt hier zum achten Dungeon zu kommen? Weil ich meine, von hier aus wäre das gar nicht mal so schlimm. Dahin zu kommen, meine ich jetzt. Ich weiß nicht, ob wir direkt zum achten Dungeon gehen können. Oder ob es da noch eine Sache gibt, die ich vorher machen sollte. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt wirklich schon zum achten Dungeon gehen können. Ich muss mir das jetzt angucken, Leute. Ich weiß es nämlich einfach nicht. So, weil normalerweise... Hilfe! Link, ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Was zum Teufel macht denn Marin da oben? Verdammt, Marin, ich komme. Ich komme, ich rette dich. Holy shit, was macht denn Marin hier? Monster haben sie hergebracht? Was soll denn das? Das geht doch so nicht. Ah, gerade nochmal gut ausgewichen. Oh, verdammt. Die arme Marin. Ja, dann retten wir die jetzt erstmal. Gut, es liegt auf dem Weg zum achten Dungeon. Dann ist es vielleicht... Ja, sogar der richtig. Weil ich dann da wohl hin muss. Sicher bin ich mir da jetzt natürlich nicht, aber ist mir jetzt gerade auch ziemlich egal. Da muss ich hoch, ne? Genau. Marin, gleich bin ich bei dir. Ich rette dich. So, da oben wartet sie nämlich auf uns. Blöden Monster! Marin, gleich bin ich da! Hilfe! Link, ein paar Monster haben wir hier, das weiß ich auch. Zack! Und mitgenommen. Danke, Link, das war Rettung in letzter Not. Hm? Sag, Link. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber Link. Marin! Das ist Tarin! Oh, huch, Tarin! Tja, dann muss ich wohl gehen. Also keine Erklärung, ne? Hauptsache die Eule kommt. Uhu! Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat? Jenes Lied, das Schlafende aufweckt? Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilfinsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. So, und da wir ja schon alle haben... Glaube ich, dass wir... Was? Ich glaube, mit dem da... Oder mit der Melodie von ihr vielleicht auch. Jetzt muss ich allerdings erstmal schauen, wie ich da jetzt letztendlich hinkomme. Ich mir eingebildet habe, dass wir den Weg schon mal gegangen sind. Oh, ne, warte, ich habe es schon ausgerüstet. Und dann aber irgendwie nicht wussten, wie es weitergeht. Genau, das war nämlich hier, ist richtig. So, ach ja, genau, hier war das nämlich. Aber wir müssen noch weiter in den Westen, nämlich dann dahin. Ist dann dieser Stein damit gemeint oder geht es dann nochmal woanders hin hoch? Weil ich meine, als wir da runtergesprungen sind, ging es dann nicht weiter. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ist auch vollkommen egal. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh mein Gott, bin ich ein Idiot. Oh mein Gott, ich habe mich gerade verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Nein. Nein.
darf doch nicht wahr sein.